Ja. Seit über einem Jahr in Finnland. Seit über einem Jahr arbeite in Finnland. Und darum soll es heute gehen. Ja, hi Leute. Wir haben Mai. Ende Mai. Und so am 1. Mai vor einem Jahr habe ich offiziell bei der Firma gearbeitet, wo ich jetzt auch noch bin. Also yeah, Jubiläum. Also Jubiläum. Ein Jahr beim gleichen Arbeitgeber. Gut, was habe ich davor gemacht? Im April habe ich auch schon bei dem Arbeitgeber gearbeitet, nur war ich da noch nicht fest eingestellt. Das war so ein Probemonat oder sowas. Im März 2018 habe ich ja endgültig die Zelte in Deutschland abgebrochen, abgemeldet etc. Gar nichts mehr, ne? Nicht erreichbar da, keine Krankenkasse, gar nichts. Hab mir für den Zeitraum, den Übergangszeitraum, weil hier bin ich ja erst krankenversichert, wenn ich komplett in die Systeme bin, so eine Reisekrankenversicherung, nicht, das ist schon so eine private Krankenversicherung für irgendwie so, habe ich anderthalb bis zwei Monate oder so, habe ich das abgeschlossen. Und das gibt es bei mehreren Versicherungen, man muss nur, während man noch in Deutschland einen Wohnsitz hat, das Ding abschließen und kann dann ins Ausland gehen. Für den Zeitraum, wo man es dann abgeschlossen hat, gilt das dann noch. Bei den meisten Versicherungen muss man in den AGBs nachschauen oder beim Kundenservice nachfragen. Ja, und so habe ich das dann auch gemacht, ne? Vorher habe ich schon drei Monate lang Finnland getestet. Ich war mir nicht ganz so sicher. So die ersten Schritte, Tapsi, habe ich schon so gemacht. Na, so noch ein Bein in Deutschland gelassen, aber schon in Finnland Arbeit gesucht. So, was ist passiert, als ich hier angekommen bin? Ja, also das Erste, wenn du länger als drei Monate hier in Finnland bleiben willst, musst du dich anmelden. Bei der Einwanderungsbehörde, Migri abgekürzt, ich verlinke euch das natürlich. Und nachdem du das gemacht hast, gibt es eine gewisse Wartezeit, dann bekommst du deine finnische Nummer, kannst dich damit dann bei Maistraati, beim Meldeamt mit einem Wohnsitz anmelden, wenn du eine Wohnung, einen Wohnsitz hast. Und kannst dann deine Killerkarte beantragen und bist somit dann in den Sozialsystemen, kannst zum Arzt gehen etc. So der Plan und die Theorie. Wie war es denn nun wirklich? Ja, so ähnlich, aber natürlich ein bisschen holperiger. Also länger als drei Monate in Finnland musst du dich anmelden. Wenn du zwischendurch jetzt einmal nach Deutschland fliegst, so wie ich das gemacht habe, so nach Ablauf der drei Monate oder so einen Tag vorher, dann muss man da natürlich auch noch nichts machen. Ne? So, aber jetzt habe ich das gemacht, ab zum Migri, den Antrag da vorher ausgefüllt. Ja, da fragen die mich natürlich, warum ich in Finnland bleiben will. Und ja, das kann ich bis heute noch gar nicht begreifen. Du brauchst einen Grund, um in Finnland bleiben zu können. Natürlich, das ist Europa, du kannst, wenn du eine Arbeit hast, kannst du hier bleiben. Dann hast du auch einen Grund. Nur wenn du einen Arbeitsvertrag hast, ja. Den hatte ich jetzt aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hätte ich das gewusst, dass ich das vier Wochen später bekomme, hätte ich mich dann noch nicht fertig gemacht. Aber nur war ich in der Situation, dass ich noch keinen Arbeitsvertrag hatte. Du brauchst einen Grund. Du kannst nicht einfach so in Finnland bleiben.
einfach mal so als Deutscher, Europäer, nur weil dir hier das Wetter so gut gefällt. Nein, also entweder du hast einen Arbeitsvertrag oder du kannst in irgendeiner Form nachweisen, dass du ein Unternehmen hast, ein Einkommen, selbstständig bist, in irgendeiner Form finanziell auf eigenen Beinen stehst oder wenn es ganz eng wird, kannst du auch noch eine Person angeben, die finanziell für dich eintritt in Finnland. So kann man das machen. So, gut, den Antrag abgegeben und dann, oh, 3 Wochen, 4 Wochen nichts gehört, ne, von den Burschen da. Und dann nachgehakt, ja, nichts, ne. So, dann bin ich in der Zwischenzeit hier zu TE gelaufen. War das TE? Ja, Arbeitsvermittlung. Sowas ähnliches wie Arbeitsamt in Deutschland. Nur gibt es da keine Leistungen. Das ist hier getrennt. Das ist unabhängig von Sozialleistungen, die Arbeitsvermittlung hier. Und da hast du auch schon einen Anspruch drauf, wenn du hier bist und ja immer noch in Deutschland gemeldet, ist egal, kannst du nutzen, kannst du hingehen, meldest dich da an, ist 10 Minuten, gibst so einen Antrag ab und dann kriegst du irgendwann einen Termin, wirst eingeladen zu einem Gespräch. Ja, so war es auch denn auch bei mir. Und während wir immer noch auf den Rückläufer von Migri, dem Einwanderungsbehörde da gewartet haben, hatte ich dann schon mein Gespräch. Ja, ich dann dahin geeiert und ja, was ist passiert? Ich dachte so, naja, komm, gehst du hin, nimmst du deine Frau mit, die ist Finnin, dann läuft das schon. Aber das war ganz anders. Die durfte dann gar nicht mit rein. Also, das Gespräch führen wir, sagte sie. Und natürlich, die wollen auch abchecken, ob du auf dem Arbeitsmarkt überhaupt irgendwie klarkommen kannst. Also, ohne Sprache geht's nicht, ne? Also, alleine die Gespräche bei der Arbeitsvermittlung oder so musst du da irgendwie durchstehen. Ne? Okay, wenn du jetzt holter die Polter so ein paar finnische Brocken da so hinzaubern kannst und du wirst ja wohl vorher dein Lebenslauf und sowas alles auf Finnisch übersetzt und eingeübt haben. Wenn du einen Job hast, musst du ja zum Vorstellungsgespräch und all diese Dinge. Also hast du das natürlich irgendwie denn schon drin, ne? Wenn du Bewerbung geschrieben hast, dein Lebenslauf und so alles auf Finnisch gemacht und dann hast du das irgendwie so. Und naja, und dadurch, dass ich das vorher nicht wusste, war ich da nun sehr überrascht und war aber auch gut. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich da so eine Barriere aufgebaut künstlich. Es lief also besser, als ich dachte. Ich bin da holter die Polter mit Finnisch reingestolpert und habe dann so wie Samu Haber in Deutschland das immer macht, Finn-Englisch gesprochen. Also, da habt ihr schon mal gesehen hier, Voice of Germany, da hat Samu doch immer hier so halb Deutsch, halb Englisch. Und so habe ich das hier auch gemacht, halb Englisch, halb Finnisch, so alle Vokabeln und Satzbau, was ich nicht so hingekriegt habe in Finnisch, habe ich dann einfach mit Englisch gemischt und das ging irgendwie, ne? So, denn die können natürlich auch alle Englisch oder die meisten, die Jüngeren auf jeden Fall, die werden damit groß und das ist auch dann okay, ne? Aber die Amtssprache ist Finnisch und wenn du bei so einem Amt da bist, im weitesten Sinne musst du auch Finnisch sprechen. Ne? Und das haben die auch gemacht. Das heißt, wenn es dann gar nicht geht, dann lassen sie ein bisschen Englisch zu, aber dann switchen die gleich wieder auf Finnisch. Und nur wenn ihr nicht weiterkommt oder was, denn wenn du nicht weiterkommst mit der Geschichte, dann. So, und ja, Elena hieß meine beratende Arbeitsvermittlerin oder wie sagt man das hier? Ja, zuständige. Und die hat uns einen Tipp gegeben, oder mir, einfach zu Maestrati zu gehen, weil wir ja verheiratet sind und in der gleichen Wohnung leben, einfach dahin zu gehen und sich da anzumelden. Ne? Migri hat gesagt, ja, nee, sie müssen wenigstens 2 Jahre Partnerschaft nachweisen, dass sie
zusammen gewohnt haben. Ich sage, ja, wie denn? Ja, ist egal, ob in Deutschland oder hier. So, und um irgendwelche Scheinehen da auch vorzubeugen, konnten wir nicht nachweisen. Aber dann haben wir das gemacht, so wie Elena von TE uns das gesagt hat. Und dann plötzlich ging das, ne? So, Resultat vom TE, also vom Arbeitsvermittlungsgespräch, war, ja, die Richtung festgelegt. Was können Sie nicht, welche Richtung soll es gehen? Zwei Möglichkeiten ausgearbeitet. Und ja, dann werden wir Ihnen da was zuschicken. Ich denn, ja, ihr schickt was zu. So wie in Deutschland, habe ich gedacht, ne? Alles klar. Und dann bin ich da so losgeeiert. Und das Zweite, was sie da gesagt hat, musste auch so eine Vereinbarung da unterschreiben. Ja, übermorgen, ich hatte gerade das Gespräch, holt er die Polter da auf Finnisch rein und die haben mich komplett unterstützt, ne? So, was habe ich gekriegt? Ja, übermorgen müsst du dich hier bei der und der Firma melden. Das ist Hyria. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Bildungsträger, ne? Weiß nicht, wer das bezahlt. Die Kommunen wahrscheinlich, die Kommunen, ne? Und ja, meldest du dich da bei Mina oder wie die heißt, ist jetzt nur ein Beispiel, um 11 Uhr da und ja, melde ich mich da, okay. Was war das Ganze? Ein Sprachkurs. Also bin ich da in einen laufenden Sprachkurs für Migranten reingekommen und das passte auch, ne? Ich hatte ja ungefähr schon so A1 und ein bisschen mehr und dann bin ich da so hingeeiert und habe da so ein bisschen mitgemacht und ich bin nun gerade in der Phase da reingekommen. Ich war irgendwie zweimal da und dann sagt sie zu mir, ja, jetzt ist die praktische Phase. Ich sag, ja, das ist auch schön. Völlig gefreut habe ich mich und voller Erwartung habe ich mich da hingesetzt. Dann wollen wir mal gucken, was da praktisch passiert. Da gibt die mir so einen Zettel, einen Vordruck, wo dann so drauf steht, Praktikant, hier, da, wer, so, ne. Da habe ich nochmal nachgehakt. Ja, also du musst dir einen Praktikumsplatz suchen. Ich denke, ja, das ist schön, wo soll ich hin? Ja, kannst mal bitte suchen. Also ein Vorschlag, ich suche dir mal was raus. Dann musste ich zu so einem Grill dahin eiern und habe mich da vorgestellt mit diesem Vordruck von Hyria und das ist für die Arbeitgeber wahrscheinlich kostenfrei, aber es ist echt, keine Ahnung, praktisch Sprachkurs, also irgendwie, naja, und dann bei diesem Grill, da war schon einer vor mir, die wollten mich nicht haben, ja, und dann war ich nur gezwungen. Ich hatte irgendwie 2 Tage Zeit oder so. Ansonsten musste ich mich wieder da melden. Wahrscheinlich hätte ich da eine Stillarbeit gekriegt oder irgend sowas. Und die anderen Kursteilnehmer waren auch gar nicht da. Da war einer noch, der konnte noch viel weniger Finnisch als ich. Und naja, dann bin ich losgezogen mit dem Vordruck in der Hand. Und irgendwie hatte ich schon dran gedacht, Mensch, das wäre doch geil. Du hast auch so ein bisschen Gastronomie gemacht und Erfahrung, Tourismus und etc. und so. Und dann bin ich zu einem Hotel gelaufen, wo da gegenüber, wo wir gewohnt haben. Bin da in die Lobby rein und habe da meinen Vordruck da gelassen an der Rezeption und gefragt, wer da zuständig ist. Ja, das ist eine Katja oder sowas, weiß ich noch. Ja, und wir melden uns. Alles klar. Und dann dachte ich echt, das läuft so wie in Deutschland, ne? Alles klar, leg mal hin, wir melden uns, wir schicken was zu, jojo und so. Aber hier ist das ganz anders gewesen. Die hat am nächsten Tag angerufen, Katja, ob ich mal vorbeikommen kann zum Gespräch, denn vielleicht wird das ja was oder so, ganz locker, ne? Ja, bin ich da hingeeiert, nächsten Tag um 15 Uhr oder so. Ja, hi, ich bin Micha und ja, in der Küche, im Hotel, habe ich schon mal gearbeitet, klar. Und dann machen wir das mal. Hier, Restaurant und so. Ja, wie lange geht das Praktikum? Ja, hier hat sie ausgemalt, da 4 Wochen. Ich denke, oh, alles klar.
So, dann hat sie den Vordruck da ausgefüllt. Da war ich Praktikant in einem Hotel im Rahmen eines Sprachkurses. Schöne Sache. Spannend. War ganz spannend. Fand ich total super. Und während ich da das Praktikum gemacht habe, ich habe immer so einen Arbeitsplan per E-Mail bekommen. Das ist total super. Ne? Hier läuft alles per E-Mail, WhatsApp oder SMS so. Muss da nicht immer anrufen und ach, total schön. Ne? Und hier klappt das irgendwie alles. Und während der Zeit, als ich das Praktikum gemacht habe da im Hotel, habe ich auch noch Arbeitsangebote zugeschickt bekommen vom Arbeitsamt, naja, von der Arbeitsvermittlung, sage ich mal, TE. 3 Stellen, wo ich mir dann bitte eine aussuchen konnte und mich dann da melde. Dann ja, alles klar. Dann war das alles irgendwie so 30, 40 Kilometer von mir weg. War kein Problem, ich hatte mein Auto hier. Konnte ich ja auch fahren, das ist ja alles kein Problem. Ja, gut. So, und in der Zwischenzeit, wo ich hatte ja den Sprachkurs nur gemacht, dann hatte ich mich bei TE, so der Arbeitsvermittlung, angemeldet. Und bevor ich den Termin beim Arbeitsamt, bei der Arbeitsvermittlung hatte, habe ich natürlich auch Bewerbung abgeschickt. Und das habe ich ganz aggressiv betrieben. So ganz vereinfacht ausgedrückt, hey, ich bin hier neu, ich bin nicht der Beste in der Sprache, aber ich kann die Anweisungen und alles verstehen und bitte nutz mich aus, ich arbeite auch nachts und am Wochenende, yeah, bin körperlich fit, so nach dem Motto, so Hauptsache ich kriege irgendwas, ne? Ja, und so kam das auch und die haben sich auch gemeldet. So, jetzt hatte ich 3 Sachen am Hacken. Ich dachte erst hier, das dauert hier Jahre, bevor ich hier einen Job, ein Praktikum, irgendwas bekomme. Nee, ganz anders war das, ne? Also jetzt hänge ich da im Sprachkurs, offiziell vom Amt. Unterstützung habe ich nicht bekommen, weil stand mir ja auch nicht zu. Aber die Vermittlungsleistung und den Sprachkurs, das durfte ich in Anspruch nehmen. So, und in der Zwischenzeit habe ich mich natürlich auch angemeldet bei Maestrati, so wie diese Elena von TE uns das geraten hat. Und das ging tatsächlich. Wir haben also über die Wohnungsanmeldung, über Maestrati sozusagen, unsere Nummer bekommen. Ne? Bei Migri habe ich mich ja pflichtgemäß auch angemeldet, weil ich länger als 3 Monate bleiben will oder auch schon fast hier war. Und Migri konnte auf einmal nichts mehr machen. Ne? Ich hatte jetzt einen Wohnsitz mit meiner Frau in Finnland. Und Wohnsitz ist die Rechtsgrundlage für alles hier, für die Leistung. Du hast ab dem Zeitpunkt, wo du hier einen Wohnsitz hast in Finnland, hast du Ansprüche, ne? Anspruch auf Leistung, auf Kela-Karte, auf kannst zum Arzt gehen, alles diese Sachen. Ja, und dann irgendwie 3 Tage später haben wir im Briefkasten die finnische Nummer gehabt und mit so ein paar Auflagen dabei, was man alles beachten muss und hin und her. So, jetzt war ich im Sprachkurs drin. Hatte 3 Vorschläge vom Arbeitsamt, wo ich mich auch gerne melden sollte. Und meine eigene Bewerbung hat auch hingehauen. Dann musste ich mich da auch melden. So, was jetzt tun, ne? Elena vom Arbeitsamt angerufen. Gut, die Arbeits... Vorschläge, die ich geschickt bekommen habe, die hat sie dann aufgrund der Stelle, wo ich mich beworben habe, dann zurückgezogen. Und sie sagte, na, das können wir immer noch machen, das verschiebt sie dann zeitlich. Ich möchte erstmal bei der Stelle, wo ich mich selbst beworben habe, dann auch mich da melden. Das habe ich gemacht. Ja, angerufen, morgen vorbeikommen. Ja, alles klar, gut. Ich dahin geeiert und total locker, mit meiner Ehefrau auch noch, so im Laden da, uns an den Tisch gesetzt und
Das war alles ganz easy. Und er hat halt gemerkt, dass ich Bock hatte, ne? Dass ich wollte das auch. Ich war motiviert und ich wollte auch wirklich jetzt einen Job. Es ist mir auf Biegen und Brechen und ich wollte soziale Kontakte haben und naja, lang zu Hause rumgesessen habe ich eh nicht. Die ganzen Sprachsachen und Bewerbungen immer, die ich da gemacht habe. Das, naja, auf jeden Fall, ja, dann hat das so hingehauen, dass ich 4 Wochen dann da Test arbeiten konnte und dann haben wir das dem Arbeitsamt gemeldet und die haben das dann sogar in Zusammenarbeit mit dem Amt, das alles mit Amt und Co. da alles geregelt und ich konnte mich da ans gemachte Nest setzen, ne? Und wieder 2 Tage später hin einen Einsatzplan gekriegt, einen Schichtplan, wann ich arbeiten darf und schön dahin geeiert und dann die ersten Tage Einweisungen gekriegt. Da war noch eine Mitarbeiterin da. Ja, die war auch Deutsche, ist da ausgewandert. Wahrscheinlich hatten die deshalb gute Erfahrungen oder keine Ahnung. Und immer wenn wir mit Finnisch da nicht weiter kamen oder Englisch, dann kam sie nochmal schnell um die Ecke, hat nochmal ein bisschen was mir erklärt. Oder und dann war das ein Selbstläufer. Ne? Nach einer Woche war ich da drin oder 2. Boah, ich Bock gehabt. Schön gearbeitet und total super, ne? Ja, dann hatte ich einen Job und alles, was ich brauchte. Ne? Ich hatte meine finnische Nummer, ich habe eine Kela-Karte beantragt, kann hier zum Arzt gehen. Und so ist so meine Story gewesen vor über einem Jahr. Ne? Also, ganz eine tolle Sache. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich hier eine Arbeit habe und ich genieße das auch und das macht mir alles Spaß. Und ich genieße das einfache Leben hier, ne? Ja, so sieht's aus. Jo, Leute. Ich werde euch die nächsten Tage dann nochmal berichten, wie es dann so weiterging. Wie es mit dem Auto, mit der Autoanmeldung geklappt hat. Wie das hier mit Arzt und Co. ist. Und was ich noch für Papiere da am Haken hatte. Soweit erstmal für heute. Liebe Grüße, alles Gute. Wenn ihr noch Themen habt, die ihr wissen wollt, mir irgendwelche persönlichen Fragen stellen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schickt mir eine Mail, ich antworte euch oder macht nochmal ein Video. Und dieses Glück, einen Job zu kriegen, habe ich eigentlich auch immer gehabt. Und naja, das hat mich hier auch nicht verlassen. Also hatte ich den richtigen Riecher und so geht's, ne?